Der Rest ist mir egal. Gut, das Ding will ich eigentlich nicht verwenden, ne? Weil dann knall ich davor und rutsch da runter. Das ist, glaube ich, auch nicht so geil. Könnte ich aber eventuell machen, um, wenn da, weißt du? So, wenn ich hier jetzt drauf drücke, fällt so ein Ding raus. Alles klar. Das heißt, ich muss ja nur... Ich meine, dann hätte ich es schon mal, ne? Komm mal her. So. Die Frage ist natürlich jetzt, wie komme ich da rüber? Könnte da einen etablieren? Wenn ich jetzt darüber fliege, falle ich da rein. Was natürlich insofern nicht geil ist, weil dann hänge ich da. Was brächte mir das? Nichts. Ja, die Frage ist, wie komme ich jetzt wieder rüber, ne? So, und da müsste ich nur aussteigen. Komm mal mit. Komm, wir versuchen es mal. Ich weiß ja auch nicht, ich habe noch keinen Plan B. Hui! Komm mit. Komm, wir steigen aus. So. Ja, du schaffst das schon. Wie kommen wir denn da hoch? Fahren wir einfach nach oben? Die Frage ist, kann ich jetzt schießen? Ich glaube nicht, ne? Aber eigentlich brauche ich dich ja auch gar nicht mitnehmen, ne? Mach doch mal Platz, Dicker. Oh, nun geht's los. Wir kommen der Sache näher. Ha. Wie enttäuschend. Ja, ich weiß. Ist mir mal so aufgefallen, dass die Synchronstimme von Robert Downey Jr. ist, aber auch von Black Jack, meine ich. Ja, hier sind mehrere bekannte Stimmen drin. Also ich war auch, gerade als diese eher menschliche Stimme war, die würde ich hundertprozentig auch als Stimme von dem Konkurrenten von Kit damals, Knight Rider, K, der hatte die Stimme. Sicher unbedeutend. Teste weiter. Ich suche nach einem Ausweg. Aber... Müsste man mal nachschlagen, wer hier Synchronsprecher ist. Enttäuschend. Höflichkeit hilft bei dir offenbar nicht weiter. Versuchen wir es mal auf ihre Weise. Dickerchen, adoptiertes Hausbäckchen. Fetti, Fetti ohne Eltern. Und? Was? Was ist so schlimm am Adoptiertsein? Was schlimm daran ist, adoptiert zu sein? Naja, zunächst mal... Damit du es weißt, du bist adoptiert. Echt schlimm. Außerdem... Ich will, dass er die Fassung verliert. Einige meiner besten Freunde sind Vollweisen. Schau sie an, du Schwachkopf. Sie ist nicht fett. Ich bin kein Schwachkopf. Mach schon. Mach einfach den Test. Tja, wie kriege ich aber das Ding da rüber? Also den kriege ich auf jeden Fall so nicht erstmal weg. Wie kriege ich denn den... Das Ding... Komme ich da irgendwie rüber? Nee, ne? Wir haben keine weiße Wand hinter uns, ne?
Na, so käme ich dann da hoch. Alles klar. Aber wie kriege ich das Dingen hier rüber? Ich würde ihn dann sozusagen wegschieben lassen, ne? Aber dafür müsste ich dann den da hinbringen. Aber wie kriege ich den Würfel in diesen Strahl rein? Weil das hier ist klar. Also das Portal muss bleiben. Wie kriege ich den Würfel hier rüber? Ich habe auch keine Chance, darüber zu kommen, ne? Wenn ich jetzt, weiß ich nicht, so mache und mich in den Strahl werfe. Ach, jetzt plötzlich bist du weg. Ah, guck mal. Ja, warte. Wir lassen uns was einfallen. Warte mal. So, jetzt nehmen wir dich, legen dich da drauf. Jetzt ist es nämlich ein Invertstrahl. So. Jetzt komme ich schon mal schön hier rüber, weißt du? Aber ich muss ja jetzt nach oben. Das heißt, wir holen jetzt erstmal ihn da wieder zurück. Sehr gut. Und jetzt mache ich einfach so. Ja, vielleicht da. Ja, warte doch mal, ich muss doch ganz nach oben. So, guck's mal. Mit der Schwachkopf-Sache bin ich vielleicht etwas zu weit gegangen. Nein, bist du nicht, er ist ein Schwachkopf. Warum habe ich eigentlich immer noch die Kartoffel da dran? Die hindert am Ziel. Da. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. Nö. So klingen Bücher, wenn man die Seiten umblättert. Damit habe ich mich gerade beschäftigt. Bücher lesen. Ich bin also kein Schwachkopf. Bin gerade mit dem Schwierigsten fertig, Machiavelli. Weiß nicht, wo das Problem sein soll. Ich fand's ziemlich einleuchtend. Hast du es gelesen? Machiavelli? Ja. Gut, weiter im Test. Wenn doch nur mehr Bücher da wären. Ui. Ich muss irgendwie darüber. Habt ihr auch so das Gefühl, dass wir eventuell nur so machen müssen? So, Tür geht auf. Alles klar. Machen wir dasselbe doch nochmal.
Ja, es tut mir leid, dass ihr so verstümmelt werdet. Was war das denn? Das war gar nichts. Nichts. Was denn? Ich hab's doch bestanden. Alles klar, das wollte ich schon immer mal wissen. Mein Motiv war die Wissenschaft, er aber. Hat Lust, mich zu quälen, ich weiß. Es gibt viele, die da Lust drauf haben. No, bis jetzt geht's, ne? Waren schon ein paar knifflige Dinge bei. Ah, Windows, alles klar. Press Any Key. Die habe ich bis heute nicht gefunden, die Taste. So, was haben wir denn? Nicht um mich. Ich will nur etwas näher am Geschehen sein. Je geringer die Entfernung, desto besser sind vielleicht die Ergebnisse. Nein. Wie bitte? Nichts. Oh, ich dachte, du hättest was gesagt. Ihr So, ja, wollen wir mal testen jetzt hier. Also hier kann ich auf jeden Fall einen hinmachen. So. Und ich muss, wenn ich hier drauf drücke, wird da hinten ein Ball ausgelöst, ne? Aber wie komme ich an den Ball ran? Wenn ich hier drauf gehe? Oh, gut gemacht, Primatenhirn. Ich bin gar nicht hier bei dir im Zimmer. Technik macht's möglich. Du kannst dem großen göttlichen Gesicht gar nichts anhaben. Hä? Lene. Ah, das könnte interessant sein. So? Und wenn ich jetzt da drauf gehe, ne? Klatsch. Boom. Fertig. Alles klar. Jetzt kann ich von der Seite hier rein. Das heißt, ich könnte hier eine Mauer spannen, dass die uns nicht anschießen. Ich brauche aber irgendwas von da drüben. Ich brauche schnell den Bällecken. Aber wie komme ich denn an das Bällecken dran? Weißt du, wie komme ich denn an das Bällecken? Gut, ich muss das aufhalten. Wo fliegst du denn genau her? Ungefähr hier, ne? Nee, nee. Also muss das unten sein. Aber wenn die hier reinfallen, ist ja auch schlecht. Wie kriege ich die denn wieder da raus? Gut, komm, dann lassen wir den mal da reinfallen. Mach das mal hier besser. So. Also, das ging schon mal. Jetzt müssen wir da blau, da den. Nehme ich dich und wir fliegen da mal hoch. Komm. So. Ja, ja.
Was baut der nur wieder für komische Dinge? Der kann ja nix, der Typ. Wartet ihr mal ein Minütchen auf mich? Ich komme gleich wieder. So. Hui. Bist du wirklich absolut sicher, dass du das richtig machst? Nein. Du hast die Lösung zwar gefunden, aber es gibt mehrere Möglichkeiten. Und du suchst dir immer die ungünstigsten aus. Ach, du hast doch keine Ahnung. Lösung. Ach, ich verpasse alles. Spacken. Das war ein Typ. Ich wollte ja nur mal sagen, gelöst. Ja, hier werden übrigens analytische Fähigkeiten gefordert. Ich glaube, er verzweifelt. Wer? Dass ich verzweifle? Ach, naja, noch nicht ganz. Weil wir kommen ja bei diesen leichten Tests kommen wir ja weiter. Da waren vorhin war echt verzwickter. Ich habe da eine Idee. Ich zeichne dich bei der Lösung dieses Tests auf. Dann sehe ich es mir 10-mal gleichzeitig an und erhöhe so den wissenschaftlichen Effekt. Natürlich musst du ihn dafür auch 10-mal so schnell lösen. Sag mir einfach, wenn du soweit bist. Ich will für die Aufzeichnung nichts verpassen. Ja, die Frage ist jetzt, wenn wir da jetzt einen Ball reinstellen, dann wird das unterbrochen, ne? Wo muss ich denn überhaupt wieder mal hin? Ich muss irgendwie da hoch. Hier ist so ein Laserding, ne? Wie kriege ich denn das Ding da hoch? Gut, hier kann ich natürlich diesen Strahl hier hoch. Dann wird da drauf gedrückt und das weiß ich auch nicht. Öffne vielleicht die Tür. Das heißt, einen dieser Würfel muss ich auf jeden Fall da hochbringen. So, wenn ich jetzt hier hochfliege, knall ich davor, ne? Das ist meine Landebahn. Wenn ich mich da reinschleudern lasse, durch ein Portal, wie käme ich denn, wo käme ich denn? Dann komme ich auf jeden Fall schon mal da hinten hin, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Das könnte doch schon mal eine Lösung sein. Hui, hui. Könnte eine Lösung sein, ist aber keine. Also jedenfalls nicht, solange ich diesen Strahl habe. Also ist das wahrscheinlich der zweite Schritt. Dann muss ich erst hier hoch. Aber irgendwie... Also die Idee war schon mal nicht schlecht. Wie gesagt, ich muss da durchfliegen. Das ist nicht so geil. Ich werde da gebremst.